Ein Lampenfuß vom Discounter. Der war reduziert, weil die Platte unten lose war und es keinen Lampenschirm mehr gab. Nachdem ich die Platte wieder befestigt habe, habe ich dem Fuß einen Anstrich mit Chalkpaint verpasst, in diesem Ockerton. Und was ich jetzt hier mache, ist Patinieren mit braunem Wachs. Durch das Wachs, aber auch durch die mineralische Zusammensetzung der Kreidefarbe, lassen sich Oberflächen veredeln, so wie Kunststoff zum Beispiel, da sie dann wie Ton oder Lehm aussehen. Ich hatte in meiner Sammlung noch einen Lampenschirm, der ziemlich gut passt, aber ich finde, den kann man noch passender machen.